Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2. Warum höre ich keinen Ton? Das verwirrt mich gerade. Ton? Oh, okay, das war ein bisschen laut. Ja, es tut mir leid, diese Folge kommt wieder ein bisschen verspätet. Es gab ein Problem mit dem Aufnahmeprogramm. Hatte ich schon lange nicht mehr das Problem, aber es war klar, dass es irgendwann wiederkommt. Naja. Jo, ich wollte ja eigentlich nach der letzten Aufnahme direkt weitermachen, aber hatte ich doch keine Lust und ja. Deshalb jetzt die Geschichte mit der verpatzten Aufnahme, die, also was heißt verpatzte Aufnahme, die halt nicht funktionierte. Warum geht jetzt das? Wo ist der Ton? Immer wenn ich denke, der Ton ist weg und ich mache den lauter, dann habe ich das Gefühl, mir fliegt das Trommelfell aus der... aus der Nase, aus die Ohren. Aus die Ohren, ja, genau. Gutes Deutsch. So, machen wir mal weiter, bevor ich hier wieder zu viel dummes Zeug labere. Denn die eine Minute ist schon vorbei. So, bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Jacopo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Eine Verfolgungsmission. Ja, da freue ich mich. Das heißt, wir dürfen nicht entdeckt werden. Cool. Ist er denn? Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Ja, Ezio wird... Nein, da unten ist ein Ezio. Ezio! Ja, da unten ist ein Ezio. Ezio in Heuwagenoptik. So, da hinten sehe ich den Pfeil. Wir dürfen nicht erwischt werden. Och nein. Kaum sehen die mich nicht mehr. Sind sie weg. Ich sehe euch. Meine wahren Freunde. Wahren Freunde, ja, meine wahren Feinde. Ich darf den jetzt leider noch nicht töten. Und das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Der ist auch ein De Pazzi, aber... Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen. So viel weiß ich. Was? Oh, das sind Wachen. Ich möchte gerne hier durch und dazwischen... Nein, nicht du. Nein, geh weg. Nein! Lass mich sehen! Ich gehe was, nicht übers Dach. Oh. Da vorne ist einer auf dem Dach, der darf mich nicht sehen. Würden Sie bitte weitergehen? Mein Freund. Ach! Meine armen Knochen! Oder Ezios arme Knochen. Ah, wie wär's? Wie wär's, wie wär's? Wäre doch eine gute Idee. Ja, dann geht auch... Danke. Ja, wie lange geht denn das dann noch? Wäre da mal nicht zu langsam. Ja, das sind Nein, das sind... Alter, treulose Tomaten. Ja, wenigstens seid ihr beiden noch da. Verlasst mich nicht. Ich bin einer von euch. Ich bin ein Kurtisan. Was du mit den anderen, Jacopo? Alter, du... Ich werde als alter Junge sterben, wenn sich nicht bald jemand mir erbarmt. Was? Habe ich das gerade richtig verstanden? Oder brauche ich einfach nur ein Hörgerät? Was ist denn los? Warum sieht denn der mich nicht? Ich stehe quasi vor dem seiner Nase. Oder vor dem seinem Hintern. Warnung, Entfernung zum Ziel. Alter, das sind 2 Meter, wenn es hochkommt. Nein! Nein! Auch so ein Kasper. Nein! Scheiße! Scheiße! Hoffentlich müssen wir nicht von vorne anfangen. Ja, Ezio, hast du gut hinbekommen. Ah! 10% Verlust gibt's immer. Mein Fall 90%.
1% davon ist Skill. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Jetzt höre ich das an Ernst. Exzellent. Ja, ihr kommt jetzt bitte mal mit. Oder auch nicht. Ist mir egal. Alter! Warum sehen die mich noch? Dann laufe ich halt, wenn's sein muss, hinterher. Nehmen wir noch ein paar Kurtisanen mit, Ladies! Sind eh gleich wieder weg. Nixe Bambina, meine Bambinas. So war doch gerade die Stimme von der Freundin von Lucio. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Partei! Makosa, was ist in ihn gefahren? Alter! Das hat er ja hoffentlich gerade nicht zu mir gesagt, oder? Der Typ da mit der... Ach, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen. Nicht Mandoline. La 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 la. Ich kann kein Italienisch. La 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 la. Wow. Wir haben viel Geld. Können wir uns ja nochmal was gönnen, oder nicht? So. Bitte wegmachen. Danke, Ezio. Jetzt werden wir vielleicht nicht so schnell entdeckt. Aber nur vielleicht. Och nö, jetzt kommt ja die ganze Fraktion davon. Unseren Auserwählten, den Helden unserer Stadt. Und wer ihm in die Quere kommt, kriegt Dresche. Und zwar satt. Oh, hallo? Lasst mich durch! Was ist denn hier los? Ist denn dieses Templertreffen im Wald oder was? Ganz da hinten. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Wir haben den Checkpoint erreicht. Nein, Gott sei Dank. Ah, wie lange dauert denn das noch? Okay, hier geht's nach Monte Regioni. Gut zu wissen. Brauchen wir aber jetzt momentan nicht unbedingt. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Wenn man mal recht überlegt. Ah, da kommen wir langsam in den roten Bereich. Oh ne. Was? Was hast du zu mir gesagt? Hast du mal dich angeschaut, du Kaulquappe? Hast du dich mal angeschaut, Junge? Ja, geht ihr nur mit. Geht ihr nur mit. Was sind euch? Gut, wie lautet der Plan? Ah, Diebe, gut, okay. Mit denen kann man, glaube ich, mal nichts falsch machen. Wenn mir irgendein Florin fehlt, ich mache euch fertig, Jungs. Ich mache euch fertig. Ja, dann kommt auch. Hopp, los. Put, 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 put. Put, 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 put. Ich bin einer von euch. Lustiges Kostüm. Ist schon wieder Maskenball? Was für eine lächerliche Kutte. Alter, halt die Schnauze. Was ist denn mit euch, Jungs? Jetzt. Ah! Der ist ziemlich gut bewaffnet, nicht? Wirkt euren Zauber. Wow, ja, ich würde mich auch zu 30... Nein, eigentlich nur zu viert. Würde ich mich auch auf diesen Typen da einlassen, genau. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte.
Doch der Assassine ist zu stark. Assassine. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gute Reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genug nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine! Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den an! Ha! Hört euch das nur an! Er hat... Ja, ihr habt euch mit dem Falschen angelegt, damit das klar ist. Oh, ich könnte ja dem anderen da helfen oder was auch immer ich mit dem machen muss. Weg da. Oh, ich habe nicht mehr viel Leben. Ja, irgendwas... warte mal, ich drücke die ganze Zeit auf den falschen Knopf. So. Ignorieren wir die anderen mal gekonnt. Geh voran. Ohne Angst und ohne Last. Requiesca in pace. Wow. Ja, kann ich hier jetzt einfach weglaufen? Oder muss ich die erledigen? Ich glaube ja nicht. Irgendwas wollte ich vorher noch... Oh gut, da ging es nicht so... Da ging es nicht so tief runter. Ich wollte ja vorhin eigentlich noch was sagen. Der Patsy-Heini da... Ist der Onkel von Vieri oder der Opa oder was? Ich habe da irgendwie gerade nicht so zugehört. Oder wird das überhaupt erwähnt? Keine Ahnung. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass dieser Borgia, dass der ein riesen Arschloch ist. Aber der Synchronsprecher. Genial. Genial, Leute. Genial. Obwohl er ein Arschloch ist. Habe ich das gesagt? Ja, habe ich. Ah, ich laufe ins Nichts. Und falle nicht durch den Boden. Und wieder ist, glaube ich, ein Jahr vergangen. Wenn ich mir das so anschaue, würde ich ja mal gerne nach Florenz. Ist bestimmt eine interessante Stadt. Auch wenn es dort keine Assassinen gibt. Die Stadt sieht auch sicher ein bisschen anders aus als jetzt. Oh, da blinkt ein Assassinenbüro, wollte ich gerade sagen. Da blinkt wieder ein Assassinengrab hervor. Also,
Wir sind in der Nähe des nächsten Zielorts. Templerversteck habe ich noch nie gemacht. Können wir ja mal irgendwann machen. Aussichtspunkt. Welcher ist denn das? Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Können wir das erledigen? Ich möchte ungern eine neue Mission anbeginnen. Ja, natürlich! Natürlich, natürlich! Was glaubst du denn? Nein. Einfach nein. Oh, Attentat! Yeah, geil, ne? Finde ich auch. Freunde. Das ist mir doch egal. Siehst du aus, als interessieren mich deine Regeln. Ich bin Ezio. So. Was für ein Schabernack? Nein, ich war das nicht. Ich treibe keinen Schabernack. Ich bin viel zu awesome dafür. Ja, jetzt ein bisschen schneller. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter, ihr nervt mich. Alter. Ja, Ezio, super Idee. In den Heuwagen reinspringen, wenn du verfolgt wirst. Wo ist denn eine Leiter, wenn man sie mal braucht? Wo sind die Leitern? Tölpel? 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 Also das habe ich ja wohl verhört. Da habe ich mich verhört. Ja, natürlich. Jetzt, wo ich keine mehr brauche. Da ist eine Leiter. Jetzt benutze ich die Grazelets. Ha! Oh, Feder. Gut. Die Kuppel komme ich nicht. Und noch gut, ich meine, dann ist bestimmt auf der anderen Seite so ein Vorsprung. Uah! Yeah! Super, komme ich da hin? Ja. Hoch oben über den Dächern von Florenz. Mir fällt kein weiterer Satz mehr ein, der dieses Lied vollenden kann. Scheißegal, wir synchronisieren einfach und schauen, was passiert, denn die Folge ist bald zu Ende. Wir haben... keine Ahnung, es ist viel passiert. Straßen sind leer. Jedenfalls da hinten. Ach, ist das nicht schön. Hui! Da, 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 da. Leben aufladen. Ich sehe einen Steckbrief. Wo ist der Steckbrief? Doch, ich schon. Schau mal in den Spiegel. Uha. Wer kommt denn bitte von den Otto-Normalverbrauchern hier hoch? Und sich diesen Steckbrief anzusehen. Wer? Ist ja nicht so, als wäre jeder Mensch hier Assassine. Obwohl bei Assassin's Creed 1, da hatte ich ja... Ja, genau, jetzt so. Bei Assassin's Creed 1 hatte ich ja mal... da gibt... Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, bei Assassin's Creed 1 gibt es ja diese Missionen... Taschendieb, ja. Okay. Da gibt es diese Mission. Oder da gab es eine Mission, bei der man die Leute muss belauschen. Wisst ihr ja noch? Okay, Apothekenbedarf. Und, da sind die Typen aufs Dach geklettert. Und das waren ganz normale Bürger. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein. Ja, natürlich. Ja, hier ist irgendwo ein Taschendieb. Wo denn? Ah! Er hier. Ja, beschwert euch nicht. Ich hab euch den Dieb vom Hals gehalten. Und so macht man das.
Dreckskerle wie du kommst hier nicht vorbei. Das finde ich ja ein bisschen unfair. Bei Assassin's Creed gibt es zwar Diva, aber bei Thief gibt es keine Assassinen. Warum? Obwohl, vielleicht gibt es da... ja, im dritten Teil gibt es da Auftragsmörder. Das sind ja sozusagen Assassinen, aber... Ansonsten, die werden halt nicht Assassinen genannt. Genannt, ja, doch, genannt. Ah! Ja, wir müssen die Folge beenden. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich renne mal schnell weg und hab's geschafft, die abzuhängen. Gut, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.